Moins und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind jetzt wieder mit einem neuen Charakter seit dem letzten Part unterwegs. Den habe ich hochgelevelt und jetzt im letzten Part einfach ein bisschen gezeigt. Ihr seht, der geht viel schneller als der Multishot Marksmith. Und den machen wir weiter, wenn wir das Item haben, das er braucht. Der Bogen ist halt immer noch sehr schlecht bei dem Charakter. Der geht einfach nicht schnell genug. Tut mir leid, also wir müssen einfach einen anderen Beat machen, damit wir schnell genug vorwärts kommen. Und der braucht zwar auch ein paar Unique, Exquinate-Rüstung zum Beispiel und einen Dolch. Aber ich kann ihn gleich mal nennen kurz, bevor wir da den Gegner weg haben, nicht, aber jetzt. Also wir brauchen The Ghost Make Dolch. Den bekommt man bei Dragon of Dragons Timeline. Da geht noch, das geht noch ein bisschen. Exsanguinous Rüstung brauchen wir zum Wort bekommen. Und wir brauchen noch den Ashes of Mortality. Den bekommt man Soulfair Dungeon beim Boss über zu 25% auf T1. Ja, die Sachen brauchen. Jo, freue mich drauf. Jetzt kann ich hier kurz. Jo, und der Beat ist wirklich super. Schon jetzt ohne ein. Doch, das Death Rattle haben wir. Amulett. Genau. Oh, ich komme ein bisschen am Mikrofon an gerade. Ich freue mich, liebe Leute. Ich dürft gerne mal Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, freiwillig natürlich, oder liken, ich bekomme momentan echt nicht so viel über. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt im Sommer so wenig los ist, aber falls ihr Lust habt und gerne auch ein bisschen sozialer seid, ihr könnt mich auch auf Discord treffen, unten in der Videobeschreibung ist der Discord-Link, könnt ihr auf Discord mich anschreiben und dann kann ich mit euch telefonieren oder so. Kein Problem, falls ihr eine Frage habt, könnt ihr das per Telefon auch machen. Gell, liebe Leute? Wäre schön, wenn es ein bisschen mehr gibt. Wäre echt schön. Aber YouTube ist bekannt für seine Inaktivitäten. Ich schaue immer wieder Leute, die ganz viele Aufrufe haben und wenig Kommentare. Aber das ist einfach so. Schreiben nicht mehr so viele liebend gern. Die meisten sind eher passiv am Video schauen und das nicht mal lange. Aber gut. Ich weiß nicht, was so der Durchschnitt ist bei anderen Leuten, aber bei mir. Ich habe 30% von einem Video geschaut. Und viele sind noch nicht ab, aber noch kein Abo-Ding. Aber ja, ich kann das nicht. Ich kann euch nicht zwingen. Ich will euch nicht zwingen. Ich sag's nur. Dürft gerne, aber müsst nicht, gell? Ist aber momentan nur mit den Aufrufen ein bisschen etwas los, aber sonst echt nichts. Es ist langweilig, so Videos zu machen, wenn man nicht so eine Unterstützung genießen kann. Also, ja, alles freiwillig, gell? Aber ich habe das Gefühl, ich muss es halt jetzt mittlerweile auch machen, dieses Genörgle. Ich spreche aber nur drüber, ich sage nicht, bitte abonnieren nicht vergessen oder so, sondern ja, ich sage einfach, ja, es wird nicht gemacht, oder? Und ich würde mich riesiger freuen, ihr werdet mehr davon bekommen. Okay, ein Crash. Dankeschön, wir haben aber gerade noch ein Ding gehabt. Ein Checkpoint, Waypoint. Es gibt leider momentan in Last Epoch Crashes. Es wird nicht gehotfixed momentan. Also, sie sind wahrscheinlich dran noch. Müssen wir mal kurz schauen, ob die Aufnahme noch geht. Im Black Screen gerade. Doch, jetzt ist da ist ein langer Black Screen gewesen. Keine Ahnung. Und immer hier warten im Hauptbildschirm, bis der Charakter da ist, geladen ist. Sonst ladet ihr den ersten Charakter.
Man wollte immer meistens nicht spielen, wahrscheinlich. Schade, jetzt müssen wir die Sachen wieder beschwören. Langweilig. Also wir haben 11, 12 haben wir zum Beschwören. Und dann die Rides auch immer wieder. Das Mana ist auch ein bisschen leer. Schade, dass Last Epoch gerade wieder nicht so gut frei von Crashes ist. Also, dass es mir einfach ein bisschen besser geht mit den Aufrufen, Kommentaren und so, muss ich das einfach sagen. Tut mir leid. Ich mach's sonst eigentlich nie. Aber wir YouTuber brauchen halt das, und wenn da die Leute das vergessen und einfach zu faul sind, dann können wir ja nicht wachsen. Wir könnten nicht ein bisschen fortschrittlicher werden. Dann hören die meisten halt wieder auf und ihr könnt dann die Videos nicht mehr sehen. Das ist ja auch nicht so gut, oder? Ein bisschen Mühe gebe ich selber nämlich auch bei anderen. Ich schreibe immer einen Kommentar, wenn ich ein Video schaue. Ja. Ich schaue am meisten so Videos über den FC Basel oder über die Schweizer Nationalmannschaft an und dann gebe ich immer einen Kommentar. Oder zum Beispiel englische Mod-Hersteller. Zum Beispiel von GTA 5. Oder Transportfieber gebe ich auch immer einen Kommentar ab. Einfach irgendwie etwas schreiben. Egal was. Und euch freuen. Wenn ich auch glückliche Leistungen und Let's Player sehen könnt. Das schadet niemandem. Das kann euch selber nicht. Ein bisschen Herzensgüte geben. Weil es ihr es auch nicht stört, dass sie so viel Werbung machen. Aber jetzt habe ich jetzt zum Beispiel auch kurz mal angesprochen, es ist auch ein bisschen Werbung, aber ich hoffe, es ist angenehmer, wenn ich es so mache. Ihr dürft mich kritisieren, ihr dürft mir sagen, was ich machen soll und was nicht. Was ich hören will. Wieso crasht das jetzt so blöd? Ei! Jetzt ist Twitch Studio auch gerade im Black. Es liegt wahrscheinlich schon ein bisschen auch an Twitch Studio. Ah, meine Güte, Twitch Studio, werde wieder bunt. Ich glaube, die Aufnahme ist kaputt. Was ist jetzt gerade an Akt 6 schlimmer als an Akt 5? Ja, lade noch länger. Also jetzt müssen wir mal schauen, ob das jetzt endlich wieder da ist. Ich habe immer noch kein Schneideprogramm gefunden. Meine Güte, muss ich da auch wieder so viel Geld ausgeben? Ich habe kein Geld. Nein. Nein, Twitch Studio. Ich glaube, die Aufnahme ist kaputt. Aber? Was ist jetzt an Twitch Studio kaputt? Twitch Studio, Windows 11, Katastrophe. Ja, Twitch stürzt jedes Mal ab jetzt. Okay, dann breche ich mal ab. Bis gleich.